Ich bin an dem Ziel für die Sponsort. Hoffentlich, dass er Sponsor bleibt, auch bis am Ende. Nicht so wie vorher. Das ich aber letzt gemacht und der Sponsor ist weggegangen. Hallo Leute und willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play NASCAR 84. Ja, neue Folge und jetzt. Ja, ich hoffe mal, dass es wird auch besser funktioniert jetzt. Im Texas. Mal sehen, mal sehen. Erstmal Freitraining, ja. Da habe ich auch nicht so die Erfolge gehabt, die letzte Folge, haben Sie auch gesehen. Es war relativ kompliziert. Ne? Jetzt mal sehen. Wo ist die Erfolge jetzt? Oder ich habe Erfolge. Okay. Es ist wieder eine Rennstrecke. Wo ist auch Platz für Überholen? Wow. Ja. Eigentlich nicht so Platz. Ne? Haben Sie auch gesehen. Ne? Da war viel Platz, aber der hat mich trotzdem geschoben. Okay. Ja, die fahren alle so schnell. Warum das? Was ist los mit meinem Fahrzeug? Können wir nicht Verbesserungen haben? Okay, 36, okay, aber. Es war auch ein Fehler, aber jemand hat mich auch voll geschoben. Dass die Zeit war auch nicht so möglich zu machen. Okay, im Defekt. Ich könnte eine gute Zeit erwischen, vielleicht. Vielleicht. Ah. Okay. Ich werde sagen, ich starte sofort die Qualify. Okay. Nächste Session. Jawohl. So, Start Qualify. Ja, ich denke mal, das ist auch schon möglich, dass ich bekomme eine gute Zeit. Mal sehen. Vielleicht habe ich auch eine gute Track am Start jetzt. Ja, weil für den Moment, ich kann auch nicht so gute Platzierung machen, weil irgendwie, ja, da ist mein Track noch nicht so tipptopp. Okay. Jetzt. Der schnellste Round. Hoffentlich, das wäre auch die schnellste Round. Okay. Sehr gut. Ich bin auch nicht so weit weg. Oh, 28. Position, okay. Ja, es ist trotzdem nicht so schlecht. Aber jetzt muss man nur hoffen, dass ich werde auch nicht geschoben am Ende. Okay, Story of the Race, Tyler Dippel, Pole Winner für Brett Moffitt und Dylan Lüpp. Lupin, ich habe auch nicht die Zeit gehabt zu lesen. Aber wir starten. Mit der Hoffnung, dass ich komme auch.
auf eine gute Platzierung. Ja, der 25, der wieder auch nicht seinen Platz verliert. Ah, ich habe einen Draftpartner, okay. Ja, warte. Ah, ja, super. Wow, danke, danke. Ajo, schieb mich noch. Ah, das ist der Korb, okay. Aber jetzt, ich bin Letzter wieder. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, aber ich komme auch zurück jetzt. Ich muss auch zurückkommen. Ich muss auch keinen Fehler machen. Okay, okay, aber jetzt, ich bin schnell. Okay, ich komme irgendwie auch wieder zurück. Aber es ist extrem schwierig für mich wieder zurückzukommen. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Gut, vielleicht ist es auch besser, letzter zu sein und dann zurückzukommen, einfach so. Dann haben die auch nicht erwartet, dass ich komme zurück. So, jetzt ab. Jawohl. Ja, schieb mich, wenn du willst, aber ich hoffe das nicht. Oh, ich war sehr, sehr schnell. 33. Ah, weg. Okay. So, irgendwie, ich muss Kabel überholen und dann, ich bin auch dem Ziel für die Sponsort. Hoffentlich, dass er Sponsort bleibt, auch bis am Ende. Nicht so wie vorher, dass ich aber letzt gemacht und der Sponsort ist weggegangen. Weil die haben sich bestimmt gesagt, ja, nein, er wird niemals erreicht eine gute Platzierung. Jetzt. Jetzt alles okay, jetzt. Ah. Okay, 25. Platz ist vor mir, aber da ist noch Zeit, bis das sich überholt. Billy Key. Ah, der kommt auch wieder zurück, so schnell.
Okay, noch 12 Round. Mit der Hoffnung, dass ich komme auch wieder zurück. Und ich muss normal, es wäre auch clever gewesen, dass ich verfolge Cobb. Weil schaut ihr das an, Cobb ist sehr, sehr schnell. So, sie ist sehr, sehr schnell. Aber jetzt, vielleicht habe ich die 25 überholt. Oh nein, da kommt der immer noch zurück. Ja? Okay, aber jetzt dieses Mal gehe ich auf die andere Seite. Und ich nehme die Windschatten. Und hopp, hopp, hopp. Jetzt. Aber zum Glück schiebt der mich auch nicht, ne? Und ich bin auch langsam geworden. So langsam gewesen. Aber jetzt. Oh nein. Wahnsinn. Der 25, er lässt sich nicht mal. Ah, doch, jetzt. Ja, und ich muss auch leider immer raus auf die Strecke. Oh, leichte Mauer ge gesehen. Aber ja, Billy Kick kommt auch zurück. Okay, aber jetzt dieses Mal, ich muss versuchen, auch nicht rauszugehen von dieser Strecke. Okay, jetzt habe ich schon Vorsprung genommen, oder? Oder ist der? Aber der kommt auch zurück so schnell. Bla bla. Ja, es war klar. Ja, ich bin leider raus gewesen. Ich habe auch keine Ahnung. Aber gut, vielleicht ein Glück. Dass ich komme auch vielleicht noch vorwärts. Jawohl. 24 jetzt. Ah. Aber den 23, ja, er lässt auch nicht so viel Platz. Oh je, oh je, oh je, aber ja, ich wusste das auch, dass die schieben wieder. Okay. So, jetzt ich muss auch versuchen, meine Platz zu verteidigen. Okay, 23 jetzt mittlerweile. Okay.
Okay, letzter Round. Ja, das war klar. Es war klar, irgendwie, dass ich komme auch nicht so schnell zurück, ja. Okay, 24. Platz, trotzdem ist auch nicht so verkehrt. Und wie viel Geld bekomme ich? Ah, 17.000. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Aber trotzdem 24. Platz. Ja, 24. Platz. Nicht verkehrt. Viel Geld am Ende. Und dadurch, ja, wir haben auch jetzt die erste, so, ich habe die erste Mal wieder die 25. Platz erreicht oder überholt für die Ziel, für die Sponsort. Das ist auch nicht verkehrt. Aber am Ende, oh, I am super late to go camping next month with my best friend and all-time favorite driver, Red Tox. Red Tox. But then today, Red Tox took me out. Are we still going camping? Okay. Heli Degan will mit mir auf ein Camping gehen. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. Heli, ich hab Zeit für dich. Okay, Apology. I am totally good and bad. Er will, dass ich bin raus aus dieser Serie, weil irgendwie, ja, ich habe ihm geschoben oder keine Ahnung. Ja. Nein, ich bleib dabei. Was soll das? Die soll mich nicht rausholen aus dieser Serie. Ich fahre immer noch weiter. Okay. Und close. Gut, es war die Texas Rennen Nummer 9. Was haben wir noch jetzt zu kommen? Gender Outdoor Truck Series Nummer Race Nummer 10. Und das ist ein Short Track in Iowa, okay. 26 Round, okay. Aber in dieser Folge machen wir das nicht, weil das wird auch eine lange Part dauert. Und ich will auch sowieso jetzt drei Folgen aufnehmen mit NASCAR. Dann haben wir eine gehabt. Jetzt, das ist die zweite von meiner Aufnahmesession. Und jetzt kommt noch eine dritte Aufnahme mit dieser Rennen. Es war vielleicht eine kurze Folge, aber ab und zu ist auch nicht verkehrt, dass wir haben noch eine kurze Folge. Dann ich bin auch besser konzentriert für die nächste Rennen, weil jetzt bisschen Pause. Okay, ich bedanke mich noch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge. Bleiben Sie dran. Ciao, mach's gut.